Nein, sie ist kein Pessimist. Sie ist Realist. Pragmatiker. Deshalb reicht ihr auch ein Bett von 90 cm Breite. Hätte sie sich auf gut Glück ein breiteres angeschafft, dann wäre da ja die Erwartung auf einen Mann. Doch Erwartung lähmt. Also hat sie lieber keine. Denn sie weiß, dass das Glück an Höhe wettmacht, was ihm an Länge fehlt, hat ein amerikanischer Dichter mal gesagt. Und mit Zitaten kennt sie sich aus, die Tiffany. Wird ein wunderschöner Tag. Kann aber noch regnen. Da sind lauter Wolken. Ich sehe nur Sonne. Hast du schon mal einen Montag erlebt, wo alles glatt gelaufen ist, wo nicht irgendeine Katastrophe passiert ist? Ja, oft immer eigentlich. Eben. Eigentlich. Sag mal, willst du die Tafel nicht endlich mal aufhängen? Ich habe keinen Hammer. Vielleicht hat der Nachbar ja oben einen. Nimmst du jetzt bitte mal Handschuhe? Das ist Steinway. Auf die hat Pollini gespielt. Wer? Maurizio Pollini. Einer der größten Konzertpianisten. Der kommt aus Amerika. Nein, der ist Italiener. Da ist er. Da. Ich sehe ihn. Am Fenster. Was glaubst du, wie alt er ist? Amerikaner? Schwer zu schätzen. Der sieht wahrscheinlich unglaublich gut aus. So einen wollte ich immer haben, aber der kostet über 200.000 Euro. Oh, das ist ja einer mit Geld. Nee, der ist pleite, habe ich gehört. Echt? Wieso hat einer drei Konzertflügel, wenn er pleite ist? Naja, vielleicht muss er untertauchen. Steuer. Oder Mafia. Und zieht nach Berlin. Ich habe gehört, der hatte über 100 Angestellte und musste die alle entlassen. Menschen verlieren ihre Existenz und wir schnitzen Karotten. Es kann wirklich jeden erwischen mit dem finanziellen Untergang. Was, wenn ein Supermarkt in der Nähe aufmacht oder die Leute kein Geld mehr für Qualität ausgeben? Und ich muss den Laden schließen. Also ich gehe jetzt mal kochen. Und euch entlassen. Und ihr würdet dann auf der Straße stehen wie...